Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Und ja, in diesem Video soll es mal weitergehen mit den Missionen, also mit den neuen Yacht-Missionen. Und in diesem Video werde ich die vierte Mission zocken. Im letzten Video habe ich ja die dritte Mission gezockt, wo wir mit der Tula die Autos auf den Parkplätzen löschen müssen. Mussten. So, und entweder fahrt ihr halt zur Yacht, um die Mission zu starten. Oder ihr macht es euch ganz einfach und ruft einfach den Kapitän an. Und dann könnt ihr da halt die Mission anfordern. Na, wo ist er? Ach, weiter oben. Ja. So, und dann ruft ihr ihn halt einfach an. This is your captain, Brendan. Und geht dann auf Job anfordern. I do have something I could use your eyes on. Sending it through now. Und dann schickt er einen gleich eine Einladung für den Job. Und die müsst ihr halt einfach annehmen. Ja, da ist sie auch schon. So, dann nimmt ihr die halt einfach an. Und dann startet gleich die nächste Mission. So, perfekt. Dann müsst ihr halt nicht immer zur Yacht fahren. Eisbrecher heißt die Mission. So, Schnellstart, alles aktueller Sitzung. Spieler mit ähnlichen Fähigkeiten. So, dann warte ich jetzt noch ein bisschen kurz, sonst starte ich sie wieder alleine. Ah, da tritt jetzt schon jemand bei, dann starte ich auch mal. Mal sehen, was wir bei der Mission machen müssen. So, dann starte ich jetzt auch mal. So, dann startet auch die Sitzung. Sitzung wird gestartet. Und dann mal sehen, irgendwie Eisbrecher. Hört sich ja ganz interessant an. Da startet die Mission auch schon. Eisbrechen, nicht Eisbrecher. Alright, Boss. Good to see you back. Today's assignment is a real doozy. Sitting in the captain's chair isn't all about putting out fires, you know. Sometimes you need to go on the offensive to stay ahead of the next wave. With that in mind, head to the frigid warehouse in Cypress Flats. You'd never guess who's using it to store some volatile, temperature-sensitive product. Those money launderers who had the nerve to kidnap me. I figure, since we're making enemies in that direction already, we might as well make a few bucks, right? Step one, take out their aircon, shut them down. Step two, take whatever they've already loaded up for transport and get it to the buyer on their behalf. Step three, back to the yacht for a frosty one of our own. Sound like a plan? Let's do it. Ah, wir sollen zum Frigate Kühlhaus begeben und irgendwie die Klimaanlage ausschalten. Dann machen wir das mal. Ah, hier irgendwo bestimmt. Ja. Oh, lande ich mal einfach hier beim Helikopterplatz. Oh nein, nein, nein. Ja, perfekt. Zerstöre die Klimageräte. Okay. Was sind denn die Geräte? Ah, erstmal schalten wir die Gegner aus. Na, hab ich ihn? Ah,
Was ist er denn? Der ist doch noch hier, oder nicht? Hm, komisch. Ist ja einfach verschwunden. Aber welche Geräte soll man denn jetzt auszerstören? Hier oder was? Nö. Gucken wir mal auf der Karte. Klimagerät. Ach, bestimmt das in der Mitte, oder? Ja, das müsste es sein. Dann gehe ich mal wieder nach oben. Nee, da wollte ich nicht hoch. Ja, perfekt. So, jetzt wissen wir auch, jetzt weiß ich auch, welche Geräte wir ausschalten sollen. Er schießt denn jetzt auf mich? Ist das dieses Gerät? Nee, das nicht. Oh, hier sind viele Gegner. Da hinten. Hier war doch eben einer. Da drüben. Hier ist auch ein Klimagerät. Ja, da. So. Oh nein, nein, nein. Von wo kommen die Schüsse denn? Oh fuck. Mal schnell Snacks. Ah ja, wenn man zielt und dann Snacks ist, dann isst man die schneller. Danke nochmal für den Tipp. So. Oh. Nee, nee, nee. Da hinten ist Leiter. Gehen wir mal hier weiter nach oben. Da hinten. Da ist noch einer. So, dann haben wir erstmal den größten Teil. Finden jetzt die Gegner. Nein, 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 nein. So, schnell wieder Snacks essen.
kommen die Schüsse? Ah, da. Schnell wieder Snacks essen. So, vielleicht nehme ich mal eine Panzerung. Inventarpanzerung. Ja, schwerste. So, ist hier oben. Sind da auch nur Gegner? Hä? Ja. Als wenn. Erst sieht man einfach gar keine mehr. Und dann sind es auf einmal ganz viele Gegner. Das ist ein bisschen nervig. Ja, fehlgeschlagen. Die Mission, die ist ein bisschen tricky. Warum, wir sind überall Gegner, aber man sieht die nie. Habe ich das Gefühl. So, Neustart. Naja, noch ein zweiter Versuch. Ist ja auch nicht so schlimm. Dafür wird es jetzt klappen. Doch erstmal müssen wir wieder aufs Dach. Kommt man denn da am besten hin? Na, ich glaube hier nicht. Vielleicht hier? Jo. Geht's auf jeden Fall nach oben. So. Sind aber auch viele. So, wo sind die Gegner? Ah, perfekt. Ist doch einer, ja. So, ich glaube, da vorne ist irgendwo ein Klimagerät. Ja. Nein, jetzt sind meine Haftbomben weg. So, dann gehe ich mal hier nach oben. Zünde die gleich an. Ja, perfekt. So, hier sind bestimmt welche. Oder auch. Ach, der ist schon tot. So. Türmung, Klimagerät, ne, da oben aber. So, hier unten war doch einer, ja. So, perfekt. So. Das war ein bisschen dumm. Was habe ich denn noch? Gut, dann Panzerfaust. Das ging ordentlich hoch. Ja, krass. So, hier sind bestimmt wieder ganz viele. Sind hier denn alle? Da ist einer. Wo schießen die denn? Nein, nein. Da hinten.
Hey, die kommen auch echt aus allen Ecken. Soll echt aufpassen. Also hier müsst ihr echt aufpassen bei der Mission. Hier sind so viele Gegner. Okay, Deckung ist da doch besser. So. Na, da müsste doch gleich wieder einer kommen. Erwarte nur, dass ich da hochkomme. Ah, da. So, perfekt. Ich würde gerne da nach oben, aber kommt man auch nicht so leicht hoch. So. Ist da hinten einer? Ey, die kommen auch echt von überall. So, wo sind denn die nächsten? Ja, ich glaube, Schützengewehr ist echt eine gute Idee. So, dann suchen wir die mal da hinten. Perfekt, dann da. Perfekt, dann da. So, der steht da einfach nur rum. Ist ja auch gut. Perfekt. Da hinten auch. Ah, perfekter Treffer. So, da ist noch einer. Perfekt. Ich glaube, das waren erstmal alle, oder? Jo, nee. Ja, dann gehe ich mal weiter. Aber wo ist hier noch einer? Ist hier vielleicht hier unten? Gehe ich mal da hinten wieder hin, da war ja Kühlgerät. Hier hinten war aber vorhin auch einer. Nö. So, jetzt kommen sie wieder alle. Ach, immer wenn man Klimagerät ausgeschaltet haben. Bestimmt immer eine ganze Welle. Oder auch nicht. Nee. Und jemand schreit doch hier rum. Der läuft da unten rum, oder? Da in der Ecke oder was? Im Auto. Aber ich glaube, das war der nicht, egal. Gehen wir mal da oben hin. Hier irgendwo welche. Da hinten. Habe ich schon mal neue Haftbomben. So, Munition. Das könnt ihr ja echt einfach über das Interaktionsmenü machen. Das ist echt ganz nice. Aber Wurfdinger. Weil dann müsst ihr auch eigentlich gar nicht in die Ammunition fahren. Aber das könnt ihr ja trotzdem machen. Aber hier für seine Mission ist das echt praktisch. So.
Kommt man auch wieder oben hin? Nein, das war nicht gut. Na, ja. Nee. Ah, perfekt. Noch mehr. Habe ich noch Lenkraketen? Ja, 5, perfekt. Ah, da kommt noch einer. Die Waffe wollte ich nicht. Dann nehme ich immer die Gefechts-MG. MK2, die ist echt ganz gut. Und wieder ein Heli. Perfekt. So, jetzt kann es aber auch mal langsam aufhören mit den Helis. Okay, ich glaube, das war's jetzt. Oder? Ja. Ah, da ist eine Leiter. Perfekt. Voll schnell hoch. Schnell Snacks. Das war echt eng. Aber von wo kamen denn die Schüsse? Haben wir jetzt bestimmt da drüben die nächste. Da kommt ein Auto. So. So, wo sind die nächsten? Kommen wir denn da hin? Jetzt mal wieder hier runter. Nein, 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 nein! Alter, nimm doch die Treppe! Du Idiot! Das kenne ich zu oft, dass er einfach runterspringt wie so ein Vollidiot. So, wo ist denn das nächste Klimagerät? Muss ja da auf dem Dach sein. Gehen wir erstmal hier weiter. So. Alter. Gut, damit sind es nur noch 4. Die Frage, wie man da aufs Dach kommt. Ne, hier ist keiner. Hier unten sind auch welche. Oder auch nicht. Geh ich mal hier lang. Nein. Das heißt, wir nicht hier unten. Perfekt.
jetzt die Frage, wie man hier wieder aufs Dach kommt. Ah, das war dumm, runter zu springen. Ah, hier. So, perfekt. Ach, da oben bestimmt. Soll dann hier auch noch rumklettern? So. Ach, hier ist eine kleine Leiter. Okay. So, da kommt jemand unten an. Oh, da kommt auch noch. Also Gegner kommen hier echt viele. Und auch permanent. Da müsst ihr echt ein bisschen aufpassen, wenn ihr die Mission zockt. So, jetzt bestimmt hier hoch. Es ist ganz cool, hier auf den Dächern rumzuklettern. Nur ja, da kommt man auch nicht rüber. Oh nein. Puh. Das ist echt ein bisschen kompliziert, hier aufs andere Dach zu kommen. Obwohl, da, ja, perfekt. Das war ein krasser Sprung. Hätte ich nicht gedacht, dass ich da noch auf dem Waggon lande. So, dann gehen wir mal hier hoch. Aber da muss man echt ein bisschen gucken, wo man da aufs Dach kommt. Kann man hier hoch? Nee. Oder? Nee. Das wird nichts. So, dann muss man hier einmal außen rum. Kann man hier irgendwie lang? Nee, auch nicht. Das ist ja doof. So, mal sehen, ob ich den Sprung schaffe. War kein Sprung, aber na gut. So, ich glaube, man muss hier bestimmt ums Gebäude herum. Ich glaube, bei der anderen Seite war auch keine Leiter. Ah, hier, perfekt. Wenn man da mal durchkommt. Nein. Sollst doch nicht hier runterspringen. So, dann hier erstmal die Leiter hoch. Dann hoffe ich, dass wir da irgendwie hinkommen. Hier übers Gitter. Also hier muss man echt gut klettern können. Wenn ich das mal so sagen darf. Ey, wenn jetzt hier keine Leiter ist. Nee, oder? Nee, hä? Ach, dann hätte ich die erste Leiter nehmen müssen. Da war ja irgendwo hier in dem Container eine Leiter. Hier war bestimmt hier irgendwo. Ah, hier. Na? Jetzt geht er hoch. Ja, danke. Geht doch. Okay, da war der andere Weg besser. Ach, wir sollen in den Truck. Der war ja dahin. Oh, nein, nein, nein. Ah, perfekt.
Beispiel den... Gut, dann bin ich Beifahrer, ist auch gut. Hilft denn dieses Bison zum Käufer zu bringen? Okay, dann machen wir das mal. Am Auto zu schießen mag ich gar nicht. Aber egal. So, jetzt kommen hier bestimmt ganz viele Gegner. Ja. Oh, da ist meine Batterie fast leer. Egal. Muss halten. Weil die haben auch schnelle Autos. Haha, hat einen Unfall gebaut. Gut, dass das nicht die besten Fahrer sind. Der Helikopter fliegt auch mega komisch. Also die Mission ist, glaube ich, von den 6 Missionen die längste und die aufwendigste. Würde ich jetzt mal sagen, ich kenne die anderen zwei nicht, aber hier muss man echt schon gucken, wo die ganzen Klimageräte sind und dann die Gegner ausschalten. Autsch, da war ein Baum. Alter, die nerven ein bisschen. Ah, nice. Die haben sich gegenseitig gerammt. Dann auch erstmal hinkriegen. So, dann sind wir jetzt gleich beim Käufer. Denk mal, dann muss er noch zur Yacht zurück. Oder so. Bring den Bison zum Käufer. So. Ah, perfekt, Mission abgeschlossen. Ja, Mission bestanden. Ja, 33.000. Das finde ich auch gerecht dafür, dass diese Mission echt ein bisschen länger ist. Und 6.186 RP. Das ist auch ganz nice. Ja, fand ich eigentlich ganz gut, die Mission. Ist halt echt eine aufwendige Mission, aber dafür kriegt man auch ein bisschen mehr Kohle. Das finde ich gut. Ja, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr die 4. Mission fandet und ob ihr sie schon gezockt habt. Das würde mich einfach mal interessieren. Bin ja mal gespannt, nach den, wenn man die 6 Missionen gespielt hat, kriegt man ja irgendwie, glaube ich, das Kapitän-Outfit freigeschaltet. Wie das dann aussieht. Ich denke mal, das wird so aussehen, wie der Kapitän halt aussieht. So ein Outfit. Das finde ich eigentlich ganz nice. Dann ist man sozusagen selber Kapitän. Was ich schade finde, ist, dass man die Yachten, diese großen, nicht fahren kann. Das ist ja echt mega. So. Immer diese langen Ladevorgänge. Aber es ist eigentlich ganz interessant, da auf dem Dach rumzuklettern und die ganzen Klimageräte kaputt zu machen. Ich denke mal, man sollte die Klimageräte irgendwie kaputt machen, um die halt zu schaden. Wenn ich das richtig verstanden habe. Ist ein bisschen doof, dass es nicht so Story-Inhalte gibt. Das ist ja echt ganz nice, so wie, die Casino-Mission oder so. Weil da gab es ja auch diese 8 Missionen und dann hat man ja auch was bekommen, irgendwie den Paragon gepanzert, den Paragon Air gepanzert. Und 700.000, also das war echt ganz nice. So. Ja, damit ist die Mission abgeschlossen. Ich würde noch einmal warten, ob der Kapitän nochmal anruft. Aber beim letzten Mal hat er auch gar nicht mehr angerufen. Vielleicht ruft er echt nur bei den ersten Missionen an. Und dann nicht mehr. I'm on the clock. What you want? Some wheels?
Dann hole ich mir mal wieder mein Auto. Und zwar den Coquette D10. Über den Wagen gibt es ja auch schon ein Video auf meinem Kanal, also guckt euch das unbedingt an. Ich finde den Wagen am schönsten von dem ganzen Wagens vom Update. So, da ist er auch. Ach, da unten wieder. Was auch keinen Sinn macht. Ah, da. Da wäre ich fast gestorben. Ging ja gerade nochmal gut. Ich habe den mir in der Cabrio-Version geholt. Ich finde den echt ganz nice. Auch mega schön und geil. Ja, Leute, ich würde sagen, das war's dann erstmal mit dem Video. Schreibt in die Kommentare, wie ihr das Video fandet. Und dann kommt irgendwann in den nächsten Tagen das Video zur 5. und 6. Mission. Und dann gucken wir uns vielleicht nochmal die anderen neuen Gegnermodus und so an. Das ist vielleicht auch ganz interessant. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und wenn ihr rund um GTA Online nichts verpassen wollt, dann abonniert unbedingt meinen Kanal. Und ich bin dann wieder raus. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao, Leute.